Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Das letzte Mal haben wir ein bisschen Spaß gehabt am Uhrenturm. Oder auch nicht Spaß gehabt am Uhrenturm, weil wir gar nicht zum Uhrenturm gekommen sind. Aber egal, ihr wisst, welchen Level wir gemacht haben. Und heute starten wir mit einer Straße der Schätze. Das hat ja eigentlich immer ganz gut geklappt. Wenn wir mit einer Straße der Schätze gestartet haben, deswegen möchte ich das auch gerne weiter behalten. Ach so. Ja, okay. Ich weiß, wer es gemeint ist. Sorry, nochmal. Okay, schön. Ach so, nein! Ah, das sind die letzten Gegner. Ach komm, ey. Oh, wow. Echt geil. Ja, aber dafür kommen wir hier echt gut voran. Ich habe jetzt echt wenig geredet, beziehungsweise nichts gesagt. Sorry dafür. 1,20, okay. Aber ich möchte mich ein bisschen konzentrieren hier. Ich möchte das so schnell schaffen, wie es geht. Logischerweise. So, weg mit dem. War's das? Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ja, Mann, schön. Alles klar, nice. Dann war es ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich dachte jetzt, ich müsste nochmal starten. So gesehen jetzt First Try sogar. Wenn man jetzt den richtigen ersten Versuch weglässt. Aber da wusste ich ja auch gar nicht, was ich machen soll. Da wusste ich gar nicht, was von mir verlangt ist. Ach so, und hier war ich immer noch nicht bei dem Level. Ich hoffe, da ist nichts allzu Wichtiges oder nichts allzu Sehenswertes. Sonst würde ich das dann halt im nächsten Part noch zeigen. Ja. Hatte ich nur jetzt vergessen, das zu machen. Beziehungsweise, was heißt vergessen? Ich habe auch wenig Zeit heute. Also möchte ich, also wollte ich jetzt einfach nur ein Video schnell aufnehmen und okay, ja, okay, das zählt als Tür. Na gut. Ist irgendwie ein bisschen komisch manchmal, wenn solche Türanimationen kommen bei offenen Stellen. Egal. Ich habe wenig Zeit heute und deswegen möchte ich jetzt einfach nur schnell den Part aufnehmen. Und ja. Alles andere ist nebensächlich. Erstmal. Aber wie gesagt, wenn es da irgendwas Cooles gibt, dann zeige ich das noch. Aber ich denke, das ist nur irgendeine erhöhte Position oder keine Ahnung. Vielleicht noch nicht mal das, wo man einfach nur hinlaufen muss. Kriegt man? Ja, kriegt man. Ich wollte es nur austesten. Ja, man kriegt da auf jeden Fall Damage. Und gar nicht mal so viel tatsächlich. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass man, ja, dass das wie ein Runterfallen zählt. Wie wenn man halt einen Abgrund runterfällt. Aber nö. Man kriegt einfach nur ein bisschen Damage reingedrückt. So als würde man einmal normal getroffen werden von einem Gegner. Oh, cool. Komm mal her. Nice. Schön, ein Kugelblitz. Wer weiß, was noch auf uns wartet. Blättere auf zwei Züge.
Ja, dann hoffe ich aber, dass ich den ersten nicht verpasst habe. Zug verpassen ist immer ungünstig. Hey, ich hoffe einfach, dass wir den ersten noch nicht gesehen haben. Ja, aber da ist der zweite, ne? Ja, ja, ja. Alles klar. Kommt hier ein Boss? Ist nicht wirklich ein Boss, aber... Ja, komm. Lass mal hier den Kugelblitz benutzen. Und... Das war's noch nicht mal. Es wäre ganz geil gewesen, wenn alle Gegner auf einmal gespawnt werden. Oder zumindest nach und nach halt. Damit ich die alle wegmachen kann. Aber so war es jetzt echt Verschwendung. Schade. Aber ich denke eigentlich auch, dass wir nochmal einen Kugelblitz bekommen, oder? Kann das sein? Was ist das? Ach, brauchen wir denn Hammer? Okay. Dann nehme ich den auf jeden Fall mit. Hier ist der zweite Zug. Ah ja, kriegen nochmal ein paar Münzen. Aber sollte das jetzt nur ablenken, dass hier Münzen gespawnt sind? Das war... Ah, okay. Hier kommt nochmal was Größeres, aber ich schau trotzdem nochmal. Bevor hier doch mehr ist. Da kann man auch nicht lang. Okay, gut. Dann war es wirklich nur für Münzen. Und ja, okay. Und halt für die Challenge noch. Aber sonst war es das tatsächlich. Okay. Da drüben ist auch nichts. Ah ja. Hierfür ist der Hammer also. Okay. Und ich höre die Vögel schon. Hier ist irgendwo ein Waddledee versteckt. Da unten. Und es ist sogar der erste. Okay, nice. Und obendrauf gibt es auch nochmal Münzen. Na gut. Oh, das war wieder eine Tür. Okay. Wie gesagt, das ist etwas komisch, aber gut. Jetzt auch nicht so schlimm. Eigentlich sogar ganz nett gemacht, finde ich. Es ist halt... Ja, man erwartet es halt nicht. So. So kann man es, glaube ich, am besten ausdrücken. Und wie die Blume da wachsen kann oder konnte, ist auch ein Mysterium für sich. Autsch. Da hat er mich richtig schlecht erwischt. Ach so, Moment. Die Lampe hat da oben drauf gezeigt. Das habe ich gar nicht geschnallt. Ich habe es erst gesehen, dass da was ist, als ich die weggemacht habe. Da hat die Lampe schon eher irritiert, finde ich. Okay, nice. Ich erwarte auch irgendwie, dass hier am Wasser, also auf der gegenüberliegenden Seite, nochmal was ist. Das kann ich mir halt richtig gut vorstellen. Aber ich denke, wenn, dann bin ich schon dran vorbeigelaufen. Ich finde zwei geheime Wege. Okay. Ich denke, der zweite wird noch kommen. Da drüben ist wieder ein Flock, den wir... Ach komm, ey, Kirby, spring doch. Ein Flock, den wir mit dem... Was soll das? Hallo? Kannst du bitte springen? Dann springe ich halt vorher und liege dann den Rest. Mann, ey. So. Da ist wieder ein Flock, den wir mit dem Hammer reindrücken können. Ich gehe jetzt nicht ernsthaft down, oder? So. Geh hier. Achso. Ach man, ey. Ja, ja, dumm. Richtig dumm. Sorry. Sorry dafür. Na komm, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Alles klar. Nice.
glaube, wenn wir noch einmal getroffen werden, vor allem von so einem riesigen Eiszapfen, sind wir down, aber hier sind Items. Hier sind Heal-Items. Und hier kann ich mich raus teleportieren. Komm, machen wir... Oh, nicht raus, sondern nur zurück. Ja, das ist cool. Ich wollte mich nämlich nochmal kurz umschauen. Okay, passt. Und ich hoffe echt, dass wir dieses Mal alles bekommen. Das wäre echt mega cool, mal wieder alles zu bekommen. Muss ja nicht immer sein. Darf ja auch mal schwer versteckt sein, der Kram. Aber ab und zu dann auch alle Sachen zu finden, wäre schon ganz nett. So. Und die dritte Aufgabe kommt noch. Ich hoffe mal. Nicht, dass wir die verpasst haben. Aber findet zwei geheime Wege. Können wir nochmal... Nein, wir können nicht zurück. Okay. Na gut. Hier können wir eingequetscht werden. Da schön aufpassen. Und hier ebenso. Was ist das denn? Was war das denn, bitte? Da hätte ich die Laserfähigkeit erwartet von dem Gegner, aber wir haben ja schon alle gefunden. Oh, das war ein sehr interessanter Kegel. Ist ein Schalter. Ist das der zweite Weg? Ja, sieht so aus, ne? Ah, nee. Okay. Ist leider... Aua. Ist leider nur eine Kapsel. Nur. Es war auch cool, aber... Ja, ist halt... Mann, ey. Da wäre mir die Aufgabe lieber gewesen. Komm, mach mal. Machen wir den mal weg. Und da habe ich erstmal richtig fett eine Nachricht bekommen. Richtig cool. Weiß nicht, ob man es gehört hat, aber wenn, dann sorry dafür. Und hier kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass hier auf der anderen Seite was versteckt ist. Aber nee, die Kamera will da nicht rüber. Also, ey, jetzt schon zum dritten Mal. Was ist das? Kirby will einfach nicht, so wie ich will. Na, mach ihn weg. Gut. Und da habe ich gesehen, da kann man hier mit dem Hut was machen. Okay, der ist noch da. Der respawnt. Sehr gut. Also, Kegel. Mit dem Kegel, oder? Da, doch, Kegelstopfer, klar. Aber das Wort, nach dem ich gesucht habe, ist Pylone. Warum ich erst Hut gesagt habe, war, weil, ja, es gibt ja diese komischen Spielhütchen, sage ich jetzt mal. Ach, guck mal. Das ist der vierte Waddle Dee, okay. Bei, was war das? Spitzpass auf? Boah, ist das komisch. Was? Die untere Ebene verschiebt sich, oder was? Moment mal, was genau verschiebt sich jetzt? Doch das hier. Boah, ist das ein Brainfuck. Aber cool. Okay, na gut. Aber ich denke, hier ist noch mehr, oder? Ja, 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 stopp. Ey, ey, Moment. Da oben. Da oben. Was, was? Was zum Teufel? Ist da irgendwie der...
Da ist der Gegner durchgerutscht oder was? Anscheinend, ne? Ich weiß nicht. Ja, doch, ich darf springen. Okay. Sieh nach, was sich im Frachtcontainer befindet. Das war die letzte Aufgabe. Und, ach komm, ey. Jetzt reicht's aber. Ach Mann. Das war tatsächlich die letzte Aufgabe. Und wenn ich jetzt noch die zweite geheime Passage finde, dann war's das. Ich hoffe aber echt, dass ich nicht dran vorbeigelatscht bin, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich genau das getan habe. Ja, ja, okay, komm. Lass weiter. Hau ab. So. Ah, hier ist aber das Ziel, ne? Ja, hier ist das Ziel. Aber Moment, Moment. Ey, stopp, stopp. Was? Ah, shit. Ich dachte, da könnte man links rein. Ich finde zwei geheime Wege. Ach, komm, ey. Nein. Wir gehen nochmal zurück. Wir gehen nochmal zurück. Aber sofort. Das kann's doch nicht sein, Mann. Hier gibt's nichts. Und wir nehmen am besten nochmal den Kegel mit. Einfach nur, weil wir es können und hier aufpassen. Ich möchte nicht nochmal in dieses eiskalte Wasser reingeschubst werden. Ach komm, ey, das kann's doch nicht sein. Kann's doch einfach nicht sein. Hä? Ach so. Okay. Nein, nein, ouch. Okay, ein Hit und ich bin down. Okay. Dann jetzt ein bisschen anstrengen. Oder wir sehen halt auch mal den Death Screen. Ja, okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das sein soll. So hier auf jeden Fall nicht. Wahrscheinlich genau da im vorherigen Raum. Ich eigentlich nochmal schauen wollte, aber ich bin halt hier schon in den nächsten Bereich gegangen. Leider. Wo mir dann direkt aufgefallen ist, hey, Moment. Vielleicht gab es da doch noch was. Und das hier sieht auch sehr auffällig aus. Ach so, nee, Moment. Da waren wir ja. Da waren wir ja oben. Da war die Kapsel. Hm. Schild ist auch sehr auffällig, aber. Aber gut. Denke, ich bin dran vorbeigelatscht. Schade. Schade, schade. Aber was soll's. Eine Aufgabe nicht geschafft. Aber dafür den ganzen Rest. Ich denke aber, das werde ich nicht zeigen müssen. In dem Fall. Ich denke nicht, dass ich das zeigen werden muss. Warum? Warum war die jetzt grün, die Kapsel? Oder war Serie 1 gelb? Ah, okay. Serie 1 ist gelb. Okay. Ziemlich viele Kapseln mittlerweile versteckt in Leveln. Nice. Auch wenn es mich ein bisschen nervt, dass das nicht einheitlich gehalten wurde. Aber gut.
Was soll's. Scheißegal. Und ja, ich... Ach jo, wollten wir ja auch noch. Okay, dann werde ich jetzt direkt in die Waddle-Dee-Stadt gehen. Und dann können wir uns im nächsten Part direkt anschauen, was hier fertiggestellt wurde. Kirby hat jetzt einen richtig fetten Garten. Die 155 Waddle-Dees, die du gerettet hast, haben die Stadt noch weiter wachsen lassen. Alles klar. Du kannst nun Link Fischen spielen. Wirf die Angel aus und fang ein paar Prachtexemplare. Uff, okay. Die 145 Waddle-Dees, die du gerettet hast, haben Waddle-Dees Kramladen wieder aufgebaut. Rüste dich dort mit nützlichen Items aus. Okay. Was zum Teufel? Na gut. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal eine richtig dicke Maxi-Tomate fressen. Und dann... Ah, cool. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Schön. Und wir kriegen sogar beide was serviert. Ach, guck mal. Nice, hier schön auf dem Laden. Geil. Da würde ich auch gerne mal frühstücken. Ich glaube, frühstücken wäre ganz geil. So die Morgensonne aufgehen sehen. Das wäre echt sick. Aber gut, ja. Im nächsten Part werden wir uns ganz kurz das Flinkfischen anschauen. Und dann da oben direkt zum Kramladen gehen. Ich bin gespannt, was es da so gibt. Bis zum nächsten Mal und ciao.